Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein war bei Susanne Schnabel im Report zu Gast. Sie hat Mückstein gefragt, wie mit den Sorgen der noch nicht geimpften Bevölkerung über die geplanten Öffnungen umgegangen werden soll. Ich glaube, man muss zuerst einmal klarstellen, was die Basis ist von allen Öffnungen, nämlich die, dass wir stabile Intensivkapazitäten haben. Das ist einmal wichtig. Und dann ist das Schulthema eine Thematik, wo wir wissen, dass dort verstärkt Infektionen auch auftreten und Übertragungen stattfinden. Das bedeutet, dass wir bei den Öffnungsschritten darauf Wert legen, dass maximale Sicherheitsbedingungen herrschen, dreimal in der Woche testen, Abstand halten, lüften, was natürlich jetzt auch im Sommer zunehmend leichter wird. Auch Filteranlagen zum Beispiel sind da im Einsatz. Das heißt, wir probieren hier maximale Sicherheit zu machen. Das Zweite, was man aber auch bedenken muss, ist schon auch der psychosoziale Aspekt. Das heißt, wenn wir in den Prognosen mit 19. Mai sagen können, das ist jetzt vertretbar mit diesen Sicherheitsmaßnahmen, dann müssen wir sofort beginnen, darüber nachzudenken, ob nicht der Präsenzunterricht für die Schüler auch große Vorteile hat. Man hat das vorher im Beitrag auch gesehen. Sie sagen es ja, es ist ein Dilemma, das fast unlösbar ist. Aber noch einmal zu den Schulen. Sie sagen, sichere Ausgangslage. Jetzt sagen auch in einem offenen Brief an Sie Medizinerinnen, Mediziner, Eltern, auch Lehrer, das stimmt nicht, weil die Tests, es sind nicht sichere Tests, also keine PCR-Tests, die hier eingefordert werden, flächendeckend. In den Kindergärten wird oft gar nicht getestet. Und die Luftfilter, die Sie angesprochen haben, die gibt es nicht, die gibt es nur ganz vereinzelt. Deswegen verstärkt lüften, ja, statt der Luftfilter. Das ist an sich Bildungsministerium. Wir können nicht sagen, dass mit 19. die geplanten Öffnungsschritte, wo wir sehr breit aufsperren, aber mit sehr hohen Sicherheitsmaßnahmen vertretbar sind. Das sagen uns die Experten und es geben uns auch die letzten 10 Tage recht von der Prognose Donnerstag, Freitag vor einer Woche bis heute. Das heißt, wir haben derzeit noch Stand heute Bundesländer, wo die Intensivkapazitäten an der Grenze sind. Das ist vor allem Tirol, Vorarlberg, Burgenland und Wien, aber wir haben insgesamt von den Neuansteckungen eine sinkende Kurve. Und da hoffen wir jetzt auf die nächsten 14 Tage, da sagen uns die Experten, es ist vertretbar, es ist nicht unproblematisch, das möchte ich gar nicht sagen, und auch nicht gefahrlos, aber wir können das mit den Sicherheitsmaßnahmen, glaube ich, vertreten. Von einer Lösung, hier die Eltern, die in den nächsten Wochen einem höheren Risiko ausgesetzt sind, diese früher zu impfen, also die Priorisierung zu ändern, halten Sie davon etwas? Wir haben einen Impfplan, der eingehalten werden muss. Wir sind jetzt am Ende der Phase 2. Die Phase 3 wird um den 17. Mai herum starten. Bedeutet, dass wir grundsätzlich alle Personen, auch jetzt einmal vornehmlich zwischen 50 und 65 impfen, aber grundsätzlich jeder wird geimpft in den nächsten 2 Monaten. Dazu kommt noch das betriebliche Impfen als Möglichkeit. Hier ist das aber Landessache. Das heißt, die Bundesländer entscheiden selber, die sind auch unterschiedlich weit und entscheiden selber, wen sie zuerst impfen. Es wird Diskussionen geben, ob die Billerkassiererin, die sehr viel Kontakt hat mit sehr unterschiedlichen Leuten, mehr gefährdet ist als der 64-Jährige, der gesund ist. Das wird es geben. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Position, ich möchte schon hinweisen, wir haben hätten die Situation gehabt vor den 1 Million Pfizer-Dosen um den 25. Mai herum, wo wir Impfwillige gehabt hätten und keinen Impfstoff. Und jetzt dreht sich das ungefähr einen Monat später um. Das heißt, um den 20., 25. Juni herum werden wir das umgekehrte Problem haben. Wir werden Impfstoff haben und keine Impfwilligen. Darüber wollen wir gleich sprechen, aber lassen Sie mich kurz einhaken, Herr Minister. Kann oder können Sie überhaupt mit der Impfreihenfolge trotzdem für die nächsten 2 Monate zufrieden sein? Sie betonen ja selbst immer, auch als Arzt, der aus der Praxis kommt, Gesundheit ist eine zutiefst soziale Frage. Hängt, wie Sie es gerade gesagt haben, bei der berühmten Kassiererin von den Arbeitsverhältnissen ab, von den Wohnverhältnissen, vom Geld, auch von Armut. Gewisse Gruppen sind einfach stärker gefährdet. Warum reiht man hier nicht um? Ich glaube, es gibt das Faire daran ist, dass es klare Regeln gibt. Es wird grundsätzlich nach Alter priorisiert und nach Vorerkrankungen. Und das ändert sich auch jetzt in der Phase 3 nicht. Da bleiben Sie dabei. Da bleibe ich dabei. Dazu kommen aber die betrieblichen Impfungen als Möglichkeit. Und da muss eingeschätzt werden, wo ist die Gefährdungslage auf Landesebene, wo wird das am gefährlichsten eingeschätzt. Dann kann man dort priorisieren. Sie haben es angesprochen, in 5 bis 6 Wochen könnte es bald mehr Impfstoff als Impfwillige geben. Sie sind ja gegen eine Impfpflicht. Wie wollen Sie die Menschen überzeugen? Soll es Anreize geben? Neo-Chefin Weindl-Reisinger sagt zum Beispiel, die sollen dann einfach von der Maskenpflicht, von der FFP2-Maskenpflicht befreit werden. Ist das vorstellbar?
Ich glaube jetzt über den Sommer, wir müssen mal schauen bis Anfang Juli, wie die Lage dann ist, und dann können wir entscheiden, ob eine Maskenpflicht sinnvoll ist oder nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt Leute impfen können, wenn wir jetzt Leute motivieren können zu impfen, dann haben sie ab 19. bereits Vorteile. Wir haben gestern im Nationalrat in einer Sondersitzung beschlossen, dass ab 19. Mai Geimpfte mit Genesenen gleichgesetzt werden. Das heißt, sie brauchen nicht mehr testen. Das ist doch schon ein Vorteil. Kann man einwenden, Verzeihung, Vorteil. Es ist einfach ein Grundrecht, das sie ihnen zurückgeben. Und auch in Bayern zum Beispiel ab Donnerstag, diejenigen, die vollgeimpft sind, also zwei Impfungen hinter sich haben, die unterliegen auch keiner Kontaktbeschränkung mehr. Ist das nicht eigentlich ja eine Notwendigkeit, auch für Sie als Gesundheitsminister, diese Rechte zurückzugeben? Natürlich werden die Rechte zurückgegeben. Wenn die Inzidenzlage so ist, dass wir sagen können, es können Öffnungsschritte gemacht werden unter den Sicherheitsbedingungen, dann ist es klar, dass Geimpfte, die drei Wochen nach dem ersten Stich sind, damit praktisch nicht mehr ansteckend sind für andere, von den Beschränkungen ausgenommen sind. Ja. Das ist eine Sache, die wird sich bis zum Sommer fortsetzen. Wir erwarten den grünen Pass mit Anfang Juli. Auch da wird es dann wieder Freiheiten geben auf EU-Ebene. Und das ist unser Weg zurück in die Normalität. Wir müssen halt jetzt schauen, dass wir möglichst schnell viele Leute finden, die sich impfen lassen. Weil wenn dieser Zustand eintritt um den 20. Juni herum, wo wir Impfstoff haben, aber keine Impfwilligen, dann ist was schiefgelaufen. Ja. Könnte ein Anreiz auch sein, dass ich mir dann ab dem 20. den Impfstoff aussuchen darf als Anreiz? Wir wissen, AstraZeneca, da gibt es viele Vorbehalte dagegen. Also ich glaube, wir verimpfen derzeit ungefähr 2/3 mRNA-Impfstoffe, also den BioNTech, Pfizer, Moderna und Johnson. Und wir haben 1/3 den AstraZeneca. Das heißt, wir sehen schon, dass sich das verschiebt in die Richtung mRNA-Impfstoffe. Und da kommen jetzt auch viel mehr nach. Ja. Aber AstraZeneca muss laut jetzigem Stand noch ein zweites Mal geimpft werden. Das heißt, wer einmal AstraZeneca geimpft ist, muss dann das zweite Mal nach derzeitigem Stand auch AstraZeneca geimpft werden. Höre ich da heraus, auch für mögliche Auffrischungen, auch im Herbst, die setzen auf mRNA? Das ist der Impfstoff, von dem wir einfach mehr bekommen, ja, der auch besser angenommen wird in der Bevölkerung. Wir haben letzte Woche 650.000 Dosen Impfstoff bekommen. Es werden jetzt im Mai wöchentlich 500.000 Dosen ankommen. Und im Juni wird sich das noch einmal steigern auf 700.000, 800.000 Dosen pro Woche. Das ist doch eine gute Neuigkeit. Wir wissen, dass zum Beispiel die USA jetzt für die 12- bis 16-Jährigen kurz vor der Zulassung steht für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Wir wissen auch, dass Pfizer in Europa schon angesucht hat um die Zulassung. Das heißt, da erwarten wir auch im August, September, dass man auch diese Bevölkerungsgruppe, die Kinder zwischen 12 und 16, impfen kann. Sie sagen, die Experten sagen, diese geplanten Öffnungen am 19. Mai, da schaut es gut aus, trotz indischer Variante und anderer Situationen, denn künftig sollen dann Geimpfte, Genesene und Getestete gleichgestellt werden. Sie haben selber in vielen Interviews und als Mediziner gesagt, das ist natürlich nicht gleichwertig. Aber warum werden dann auch unzuverlässige Tests gleichgestellt mit jenen, die zuverlässiger sind? Also ich kann eine Impfung haben, aber auch einen Selbsttest, einen sogenannten Nasenbohrertest, und der ist dann gleich viel wert. Ist das nicht ein viel zu hohes Risiko, dass Sie bei diesen Öffnungen damit eingehen? Also danke, dass Sie das erwähnen. Also sozusagen auf der persönlichen Ebene muss es die Möglichkeit geben, auch zu testen, weil es eben Personengruppen gibt, die sich impfen lassen können oder das auch nicht wollen. Und auch das muss man respektieren. Das heißt, die Testmöglichkeit muss da sein. Wobei wir sehr wohl gesagt haben, eine PCR-Testung hat eine 3-Tages-Gültigkeit. Ein Antigentest, der von einem Fachpersonal gemacht wird, 48 Stunden, und die Selbsttests 24 Stunden. Das heißt, wir tun da schon unterscheiden in der Testqualität. Und es wird auch Tests geben, die nur zum Eintritt zu einer Veranstaltung gelten. Aber Sie sind viel zu großzügig, sagen Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Ärztekammer, die würden sich wünschen, dass diese Dauer verkürzt wird. Dann wird es nämlich sicherer. Das ist eine Frage von Testressourcen, aber Testressourcen werden dann frei, wenn wir zum Beispiel am 19., wie wir das machen werden, die Leute, die geimpft sind, minus 3 Wochen und davor, von der Testpflicht eben entbinden. Das war auch ein Wunsch der Länder, die gesagt haben, um den 19. herum wird es einen gewissen Flaschenhals geben. Das heißt, die Leute werden sich testen lassen wollen und müssen, wenn sie wieder am öffentlichen Leben teilnehmen wollen. Und da müssen eben dann die Leute, die geimpft sind, wir reden von wahrscheinlich über 3 Millionen Menschen, die dann nicht mehr testen müssen. All das müssen Sie in einer Verordnung regeln. Wann soll denn die vorliegen?
Das ist in den letzten Zügen, die wird rechtzeitig vor dem 19. veröffentlicht. Bis zum 19. sind es noch fast 2 Wochen. Sind es 2 Wochen, ja. Also das Problem hatte Ihr Vorgänger ganz oft, das kam dann in der letzten Minute. Also wir haben glaube ich, die Eckpunkte sind am Freitag der Eröffnungskonferenz haben wir die publik gemacht und da kann sich jeder ein Bild machen. Aber Details, wir müssen zum Beispiel bei Details auch noch darauf Rücksicht nehmen, wie die EU den grünen Pass ausgestaltet. Auch da ist ein gewisser Unsicherheitsfaktor, wo wir gern warten, was die EU sagt. Das ist jetzt in der Beschlussphase in der EU. Aber ich glaube, die Basis der Maßnahmen sind allgemein bekannt. Wenn jetzt die Öffnungen kommen und die Zahlen steigen, dann wird natürlich wieder darüber diskutiert werden, das haben Sie noch nicht definiert, wann eine Notbremse eingezogen werden soll. Das will ich jetzt auch gar nicht mit Ihnen im Detail diskutieren. Uns würde nur interessieren, wenn es immer mehr Geimpfte gibt, muss man dann nicht endlich sagen, die Zeit von flächendeckenden Lockdowns ist endgültig vorbei? Auf die Diskussion möchte ich mich gar nicht einlassen. Wer hätte im Jänner gedacht, dass die britische Variante kommt, die 40% ansteckender ist, die 14 Tage ansteckend ist, die längere Liegedauer im Spital auf Intensivstationen auslöst. Das heißt, wir können einige Wochen in die Zukunft schauen, das tun wir. Da sagen die Experten, es ist vertretbar, mit 19. mit diesen Sicherheitsmaßnahmen aufzusperren. Aber darüber hinaus wird es natürlich immer unsicherer.